Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge haben wir einen Geist, ja, verbannt, zurückgeschickt, wollte ich fast sagen, aber es war ja ein bisschen härter. Und in dieser Folge sollen wir erstmal mit Kate sprechen. Ich denke mal, die ist hier oben in ihrer Hütte, oder? Es sieht eins höher, glaube ich, habe ich sie gerade gesehen. Oder ist sie in der Hütte? Nee, die ist verschlossen. Da ist sie. Nun? Ich habe mit allen gesprochen, wie ihr es wolltet. Und? Der Schmied und seine Frau wurden von einem wütenden Geist geplagt. Er wird sie nicht mehr belästigen. Ich will euch mal glauben. Sonst noch etwas zu berichten? Vermutlich treiben noch andere Geister hier ihr Unwesen. Genaueres kann ich noch nicht sagen. Nun gut. Habt herzlichen Dank, Red McGrath. Ihr habt euren Beitrag geleistet und euch einen Platz hier verdient. Meine Schwester sollte demnächst zurückkehren. Sie wird euch sicher kennenlernen wollen. Bis dahin seid ihr hier willkommen. Das ist nett, aber mehr können wir mit ihr eigentlich gar nicht sprechen. Schade. Ich verabschiede mich. Ja, bis dann. Ja. Das war ein kurzes Gespräch, würde ich sagen. Ich soll rasten und auf Thickskins Rückkehr warten. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen. Da hinten, das war, glaube ich, unseres, ne? Kann ich hier noch irgendwas einsammeln oder so? Da war ich schon mal drin. Da ist jemand da. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt sammeln gehen, wenn gerade jemand da ist. Ja, wir rasten erstmal. Ich meine, die zwei Sätze hätten wir dann natürlich auch noch wechseln können am Ende der letzten Folge, aber man weiß sowas ja nicht. So, wir haben, glaube ich, schon mal geguckt, ob wir noch irgendwas verbessern können. Ne? Da dürfte jetzt gerade nichts mehr sein. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Entwicklung hat sich... Oh, Moment, wir haben da noch einen Punkt. Beziehungsweise zwei Punkte, die müssten wir noch machen können. Wenn dann... Der spricht. Das war, glaube ich, das, was ich machen wollte, oder? Hinterlässt der Schaden. Wird die Bannanzeige aufgefüllt? Wird ein Schlagangriff der Widerstände ignoriert? Ich meine, ja. Achso, schwerer Angriff aber. Jeder Gegner, der mit einem Schlagangriff erhöht den Schaden von Schlagangriffen um 7%. Ja. Das wäre auch nicht schlecht. Sind aber beides die gleichen Punkte. Das ist doch scheiße. Ach, wenn er besiegt wird, hinterlässt er... Das wäre natürlich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wenn sie halt mit mehreren Leuten immer mal wieder auf mich draufgehen. Und das untere... Erhöht den Schaden von Schlagangriffen. Das wäre natürlich auch super. Ich glaube, das ist sogar noch wichtiger als die andere Seite. Also ich würde sagen, wir machen erstmal das. So, und dann haben wir ja noch einen roten Punkt. Wenn ein Gegner mit einem schweren Angriff besiegt wird, erleidest du beim nächsten Angriff 90% weniger Schaden. Erfolgreich pariert, kann ich vergessen. Kriege ich meistens nicht hin. Wechsle direkt nach einem geblockten Angriff, um einen Schlagangriff auszuführen. Ja, das bringt mir auch nicht allzu viel. Du erhältst 15% mehr Bannpunkte, aber die maximale Anzahl der... okay. Wechsle direkt nach den leichten Angriff. Ja, also das Wechseln, das mache ich ja nicht. Das ist das Problem. Ja, ich nehme mal das hier, dass die Widerstände ignoriert werden. Wenn er es denn machen will. Hä? Ich habe immer noch ein... Das ist aktiv. Aber ich habe doch noch einen. Den möchte... Ach so, ich kann nur eine Seite... eine Seite aktivieren, oder wie? Hm. Das ist doof. Ja, dann beenden wir das Ganze jetzt erstmal. Und ruhen uns aus, würde ich sagen, weil ich denke mal, dass der dann kommt.
Kate war hier. Thickskin ist zurück und will dich sehen. Warum hat sie mich nicht aufgeweckt? Vielleicht hatte sie keine Lust, den Boten zu spielen. Vielleicht wollte sie auch nur, dass du zu spät kommst. Sie war irritiert. Thickskins Rückkehr stößt ihr übel auf. Kate erinnert mich an meine Schwester. Eva. Der kleine Hitzkopf des Clan McGrath. Sie klebte entweder immer an mir oder machte Vaters Wachen das Leben schwer. Sie war so klein, aber so stark. Große Männer in schwerer Rüstung haben mir keine Angst gemacht. Sie war klüger als ich. Und gerissener. Bei unseren Übungsduellen hat sie mich jedes Mal geschlagen. Sie wäre eine ausgezeichnete Schwertkämpferin geworden, wäre sie nicht so jung gestorben. Ich habe meinen Bruder und meine Schwester nie kennengelernt. Was? Ist das denn ernst? Zwillinge. Meine Mutter schreibt, dass sie jetzt 8 Jahre alt sind. Das hast du mir nie erzählt. Du hast nie gefragt. Hat die Mutter aber spät nochmal nachgelegt. Ich wusste gar nicht, dass dir deine Familie Briefe schickt. Meine Mutter schreibt mir einmal im Jahr. Es dauert Monate, bis mich einer erreicht. Wenn er mich überhaupt erreicht. Bis zu diesem Moment habe ich nicht viel darüber nachgedacht. Wie heißen Sie? Was denn? Es interessiert mich eben, nichts weiter. Du bist aufdringlich. Meine Schwester heißt Ayomide, mein Bruder Timmy. Die Duartes haben 3 Kinder in diese Welt gesetzt. Gott sei uns gnädig. Kluger Junge, da du jetzt bis 3 zählen kannst, können wir uns nun der 4 widmen. Ich hoffe, die Zwillinge sind charmanter als du. Hallo, wie der 4 widmen? Heißt das, die will jetzt als Geist noch ein Kind machen oder was? Ich habe hier aber noch irgendwas leuchten sehen im Hintergrund. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich was übersehen? Da. Habe ich beim ersten Mal was übersehen oder? Es leuchtet doch die ganze Zeit. Wieso kann ich das nicht looten? Oder kann man das nur kaputt machen? Das kann natürlich auch sein. Nö, ich kann es gar nicht kaputt machen. Ja, kein... Habe ich schon erwähnt, dass Thickskin auf dich wartet? Ist ja gut, ich bin schon auf dem Weg. Oh, diese zickige Art. Die Frage ist... Ja, Thickskin ist das... Wieso ist denn jetzt noch ein blaues hier? Da würde ich auch gerne noch hingehen. Kaum gebe ich einmal Anweisungen, sagst du den Leuten das Gegenteil, sobald du von der Jagd... Hi. Seht an, der halbherzige Erlöser, der uns zu retten ersucht. Ihr möget eintreten, o großer Heiland. Entschuldigt, meine Schwester. Es wäre ein Fehler, sie zu unterschätzen. Sie ist zäher als ihr. Ihr seid am Leben. Mm.
Ja. Ich wachte am Strand auf. An mehr erinnere ich mich nicht. Ihr hattet Glück. Aber irgendwann endet jede Glückssträhne. Gibt es Neues aus New Eden Town? Als ihr zum Haupthaus seid, habe ich meine Schäfchen versammelt, dann zogen wir los. Seitdem nichts mehr. Euer Vertrauen in uns erquickt mein Herz. War mein Misstrauen etwa unbegründet? Aber die Leute hier glauben nach wie vor an euch. Was ist aus denen geworden, die geblieben sind? Tot. Oder so gut wie. Und ich bin nicht verrückt oder töricht genug, das herauszufinden. Sie hält dich also für einen Wahnsinnigen oder einen Tor? Vielleicht bin ich beides. Prahlt nicht damit. Es gibt mehr als genug törichte Verrückte hier. Was ist mit den vermissten Siedlern? Was soll mit ihnen sein? Kate meinte, sie wären verschwunden, bevor sie das Lager erreicht hätten. Könnten sie draußen im Wald überlebt haben? Das ist ausgeschlossen. Ansonsten wären sie schon lange hier. Die armen Schweine sind längst tot. Oder haben sich verschanzt, man weiß es nicht. Wie sieht die Zukunft für euch aus? Für das Lager? Für die Menschen hier? Wir wollten die Berge überqueren, aber die Kälte hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Fürs Erste bleiben wir hier. Bis zu besserem Wetter? Besserem Wetter und weniger Furcht. Sie müssen die Sonne wieder auf ihrem Gesicht spüren und das Feuer in ihrem Herzen. Wer würde sich nicht wünschen, noch einmal die Sonne auf dem Gesicht zu spüren? Ihr habt mich nicht hergebeten, damit ich euch beim Suppeschlürfen zusehe. Was wollt ihr? Kate sagt, ihr habt Mumm. Das kann ich gebrauchen. Ich hätte einen Auftrag für euch. Etwas Wichtiges muss getan werden und ich soll es tun? Kein Wunder, dass eure Schwester stinksauer ist. Kate mag davon träumen, sie hätte so ein dickes Fell wie ich. Aber Träume sind Schäume. Mhm. Kate wirkt ziemlich zäh auf mich. Ihre Gefühle verraten sie. Sie muss noch viel lernen. Sprecht frei heraus. Was soll ich für euch tun? Verbannt einen Geist, der nicht existiert. Die Leute hier glauben an Monster. Ihre Furcht macht sie schwach. Tötet die Bestie. Tötet ihre Furcht, dann kehrt ihre Stärke zurück. Furcht kann was Gutes sein. Wir haben nicht viel. Aber eine Flinte mit Schießpulver und Munition könnt ihr haben. Ja, ich arbeite nicht umsonst. Ja, Ihr wisst, dass der Fluch real ist. Warum also nicht auch die Bestie? Ach, die Bestie. Vermutlich ein Bär, vielleicht ein Wolf. Ein Hirngespinst, sonst nichts. Warum erlegt ihr sie nicht selbst? Weil sie nur glauben, das Monster sei tot, wenn ein Verbanner es getötet hat. Klingt logisch, aber ich denke, dass da schon was hintersteckt. Es ist ehrliche Arbeit. Ihr bezahlt mich natürlich. Ich werde euch bezahlen. Ihr habt mein Wort. Ich bin gespannt, wie das endet. Ich jage die Bestie für euch, egal was sie sein mag, sofern ihr mir eine kleine Frage beantwortet. Gut, schießt los. Woher dieser Name? Niemand nennt seine Tochter Thickskin. Mein Geburtsname bleibt besser vergessen. Thickskin ist viel passender. Na dann. In der Wildnis draußen tragen wir Musketen. Und wir haben das hier. Benutzt diese Pfeife, wenn ihr in Schwierigkeiten seid. Und die Flinte? Meine Schwester braucht ihre Flinte nicht. Ihr müsst sie ihr nur abnehmen. Das wird Kate sicher freuen. Kate wird wütend sein. Das wird Funken schlagen. Sie ist eben besorgt. Das ist etwas Gutes. Oder was Gefährliches. Moment, wo erwische ich sie denn jetzt da? Ist das die so stöhnt? Ja, das ist so. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Los, erlöst uns von der Bestie.
Erledigt die Drecksarbeit für meine Schwester. Ich brauche eine Muskete. Thickskin sagte, ich kann eure haben. Vorher verrottet ihr in der Hölle zusammen mit ihr. Könnte amüsant werden. Die Bestie zu erlegen ist für alle von Vorteil. Eure Schwester will euch nur beschützen. Sie will mich hier gefangen halten. Sie weiß, dass ich das Lager nicht unbewaffnet verlassen kann. Sie will, dass ich meine Freiheit aufgebe und sie euch in die Hand drücke? Niemals. Hinter all der Wut verbirgt sich Schmerz. So wirst du ihr Temperament sicher nicht zügeln. Eure Schwester beschützt euch. Seid froh. Sie beschützt mich nicht. Sie engt mich ein. Für Thickskin zählt nur Kraft. Die Starken werden überleben und die Schwachen sterben. Sie hat euch ausgewählt, die Bestie zu jagen mit meiner Muskete. Das sagt doch alles darüber, was sie von mir hält. Ihr bekommt eure Flinte zurück. Versprochen. Ihr werdet es nie ohne eine Flinte bis nach New Edentown schaffen. Das wissen wir beide. Es tut mir leid. Ich wünschte, es ginge anders. Das sieht aber nicht so aus. Nehmt die Flinte, Verbanner! Nehmt sie und verschwindet! Eieiei. Den Schmerz kann man ja förmlich spüren, ja? Und die Wut? Die Flinte ist ein bisschen abgenutzt. Funktioniert aber. Im Gegensatz zu anderen feuert sie nicht verfrüht ab. Ich werde mich gut um sie kümmern. Und sie sich sicherlich auch um mich. Ja, die Frage ist nur, wie kann ich die nutzen? Also ich kann mir die angucken. Das ist soweit okay. Aufrüsten verfügbar. Naja, ist jetzt natürlich die Frage. Bringt mir natürlich nicht allzu viel, wenn ich sie nicht behalten kann. Mit links unten. Ach, dann kann ich jetzt auch, wenn ich Munition habe, das ist ja cool. Wo müssen wir denn jetzt hin? Achso, falsch. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Wir müssen hier rechts den Weg rum und immer geradeaus. Oh Gott. Das ist der hier, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schauen wir mal. Wir müssen aber keiner Spur folgen. Eigentlich wissen wir ja, wohin wir gehen. Je besser ich Thickskin kennenlerne, desto mehr mag ich sie. Liegt es etwa an ihrer freundlichen Art? Manche würden sie skrupellos nennen. Ist das schlecht von ihr? Ja, ist es. Wir überleben, weil wir uns umeinander kümmern. Das ist ehrenhaft. Ja. Alterchen, lässt du mich hier raus? Der redet gar nicht mit mir. Wie soll ich denn hier rüberkommen? Ich muss doch irgendwie die Brücke hier runterlassen, oder nicht? Der muss... Ah, jetzt redet er mit mir. Ihr seid also doch noch vom Baum geklettert. Ja, aber euch brauche ich dafür nicht zu danken. Wie heißt der Junge? Beloved Scudder, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Ich sehe, ihr habt euch eine Flinte besorgt. Kate hat sie mir überlassen. Ihr wisst, dass ich das überprüfen werde. Wie stehen die Dinge? Ohne einen rumschnüffelnden Schotten würde es mir hier viel besser gefallen. Würdet ihr die Brücke für mich herunterlassen? Wenn Kate euch ihre Flinte gegeben hat, dann spricht wohl nichts dagegen. Aber ich würde euch davon abraten. In den Wäldern geschehen schlimme Dinge. Nur Thickskin kann sie gefahrlos durchstreifen. Thickskin hat einen äußerst guten Ruf. Zu Recht? Zu Recht? Ohne Thickskin wären wir alle schon längst verhungert und gestorben. Das weiß sogar ihre Schwester. Und die beiden hassen sich. Kennt ihr Kate gut? Gut? Keiner kennt Kate Newsmith gut. Dafür sorgt Liebeskummer aus ihrer Vergangenheit. Wenn die erste Liebe schlimm endet, verheilt das Herz nie wieder, heißt es. Danke für eure Zeit, Scudder. Einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal, Mr. McWraith. Falls ihr überlebt. Naja, die erste Liebe endet doch immer schlimm, sage ich jetzt mal.
Oder zumindest nicht schön, weil sonst gäbe es ja keine zweite Liebe oder eine dritte Liebe. Machst du das Ding mal runter hier? Okay, ich bin zwar nicht scharf drauf, die Bestie zu erledigen, aber ja. Hinter Katie Katzbürste verbirgt sich eine junge Frau mit gebrochenem Herzen. Wer verletzt wurde, tut auch anderen weh. Kommt oft vor. Vielleicht kann sie ihren Frieden finden, wenn das alles vorbei ist. Tja. Ein Ziel für dein neues Spielzeug. 10 Guineen, dass du besser reden als schießen kannst. An meinen Schießkünsten ist nichts auszusetzen. Ja, aber warum? Ein Glückstreffer. Ich bin eben ein Glückspilz und ein ausgezeichneter Schütze. Beides ist die Wahrheit. Kann ich die dann wirklich behalten? Das wäre auf jeden Fall... Oder ich krieg eine andere. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Das Einzige, was ich nicht weiß, hatte die nicht gesagt, dass wir nur eine Patrone haben oder sowas? Die hatte irgendwas gesagt, was mir nicht gefallen hat, wegen der Munition. Tja, die Bestie jagen. Das ist aber zum Sammeln, ja? Die Frage ist nur... Aber ich kann, glaube ich, nur hier rum, ne? So. Wo finden wir nun diese Bestie? Ich vermute mal, nicht weit von den verschwundenen Siedlern entfernt. Ja, ist nur die Frage, wo? Also, hier kann man schon wieder in alle Richtungen abdriften. Grundprinzipiell ist das ja gut, aber wenn wir was suchen, was Spezielles, ist das immer schlecht. Nicht weit von den Siedlern entfernt, was auch immer das heißen mag. Okay, den kann man nicht kaputt machen. Aber irgendwas hat doch hier vorne eben... Da war doch so ein Buh. Aber sind keine Spuren oder so. Ah, Moment. Ah. Sehr schön. Aber wo ist jetzt die Bestie? Hinten ist noch ein Haus. Laut dem Ding muss ich jetzt wieder zurückgehen, oder was? Hä? Das ist aber nur, weil das hier startet, oder nicht? Ich habe jetzt hier keine Hinweise oder sowas übersehen, oder? Oder bin in die falsche Richtung gelaufen oder so, weil das wäre jetzt natürlich blöd. Hier oben war das, meine ich, wo ich... Nee, das war noch nicht, wo ich geschossen hatte. Nee, jetzt ist es auch hinter mir. Hä? Wie ich sowas hasse. Aber hier gibt es keine Abzweigung. Also laut dem Ding gibt es auch keine Abzweigung hier, ne? Nö, das ist einfach nur... Tja. Das ist jetzt eine gute Frage. Also hier oben kämen wir einen Weg hoch. Ich würde jetzt so spontan normalerweise sagen, dass wir geradeaus weiter müssten. Ich habe hier wirklich null Anhaltspunkte irgendwie. Ein ganz schön heftiger Erdrutsch. Kein Weg hinein. Oder hinaus. Heißt das, die Bestie ist hier? Eine Mine. Eine alte, verlassene Mine. Einfach wunderbar. Und durch die müssen wir hindurch. Okay. Ich sehe aber auch rechts keine Munition, ne? Okay, also ich muss das weiter gedrückt halten. Leder.
Oh, hier unten sind Essensreste. Aber sie hat gesagt, wir müssen durch die Mine hindurch. Also werde ich mich jetzt erstmal an die Mine halten. Hallöchen. Guten Tag. Achso. Ich dachte, das wäre ein Punkt, dass ich da was aufheben kann. Ich kann hier nicht durch. Hm? Achso. Der Balken hängt wortwörtlich am Sack. Lad schnell nach. Ärger im Anmarsch. Verschwinde da. Da ist noch einer. Wo denn? Da hinten. Oh Gott. Halt den Schemen von der Leiche fern. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Hallo. Was soll ich noch alles machen? Nimm die Beine in die Hand. Na dann, rein in die gute Stube. Eieiei. Da hinten ist auch noch was zum Einsammeln. Das nehmen wir natürlich mit. Ich habe jetzt echt gedacht, da kommt irgendwas raus. Deswegen, die ist auf... Nee, die ist... Jetzt ist auf jeden Fall aufgeladen. Weil sie meinte von wegen, lad schnell nach, da kommt was. Oh, ich liebe so alte unterirdische Orte. Ich nicht. Schloss Hauska hätte mich beinahe ein Auge gekostet. Den Keller zu erforschen war deine Idee. Schon vergessen? Ja, wir haben die Minen gefunden. Allerdings muss ich hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das Video doch sehr, sehr lange geworden ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.